Ja, das passt so ganz gut. Wie gesagt, wir haben ja erstmal Holz. Das heißt, wir können hier ein bisschen auch einrichtungstechnisch ein bisschen auch auf die Ästhetik gehen. So. Gott, ist das eng. So, na gut. Gut, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, dann brauchen wir natürlich hier in jeder Werkstatt auch dann die so eine kleine Werkbank, die wir wir könnten mir die jetzt unauffällig platzieren. Die Junge dazwischen wäre ja gut da. Ich sag noch, ich wollte noch sagen, irgendwo dazwischen wäre langweilig, aber der Ort hat sich jetzt dann doch irgendwie angeboten. Erstmal wieder ein paar Kisten machen. Ich weiß nicht, ob ich diese Lager jemals benutzen werde. Keine Ahnung. Sehen wir dann mal. Später. Immer wenn ich sage später. Meine Güte. So. Gut. Okay, ja. Das ist mir halt echt fast ein bisschen eng hier so. Also, so schön es aussehen würde, das ist mir zu eng. Definitiv. Ach nö, darauf habe ich jetzt überhaupt keine Lust, dass meine Axt kaputt gegangen ist. So. Das machen wir anders. So, also das kommt wieder weg. Das hat sich jetzt also nicht so toll rausgestellt. Gut. Ja gut, andererseits, das ist jetzt auch nicht sehr viel besser, ne? Ah, ist halt blöd so, ne? Also, mir fällt jetzt nicht wirklich was ein, wer das optisch schön breit machen kann, obwohl es eng ist. Außer mit Treppen könnte es gehen. Ah, warte, ich glaube, ich reiß die Zwischenregale hier generell mal ab, weil es hier, der Wand hier sowieso ungünstig läuft. Na gut, hier fügen wir jetzt rein dekomäßig. Das machen wir jetzt mal ganz anders. Wir reißen das hier jetzt nochmal alles nochmal ab und bauen das quasi nochmal von vorne. In etwas durchdachter. So. Was man natürlich hier gleich mal machen könnte, um so Einzelkisten zu vermeiden. Allerdings hätte man dann hier halt die Pfosten nicht so schön, wie sie da sind. Also wäre dann hier oder wäre das hier wieder so eng? Wow, das ist ja auch nicht viel breiter so. So. Ja, gut. Okay, warte. Dann wir das hier einfach mal genau so, wie es auch hier drüben so ist. So.
Mal Vollständigkeit halber. Ein bisschen Platz hat. Das ist ja ein Lagersystem. So. Okay. Ja, das ist echt super, dass man hier so viel sieht. Also erstmal eins höher gehen. So. Jetzt haben wir schon mal sowas hier. Oh, das ist der Eingangsbereich natürlich echt wieder. Na gut, sagen wir so. Doch, man kann auch ein bisschen Platz rausschinden. Boah, das ist das perfekte Lagersystem. Ey, das ist ja wirklich mehr oder weniger das perfekte Lager. Also sagen wir so, perfekt jetzt vielleicht nicht, aber für den verfügbaren Raum das perfekte Lager, sage ich jetzt mal. Also ich denke mal, es ginge natürlich auf jeden Fall noch besser, aber für die platztechnisch doch sehr begrenzten Möglichkeiten, die wir hier haben, denke ich doch, dass ich sehr viel rausgeholt habe. Hoppla. So, Moment, warte. Hier müssen natürlich eigentlich auch noch zwei Kisten rein. So. Die Werkbank stellen wir jetzt einfach mal hier. Machen hier nochmal eine Tür. Und dann noch ein Schild. Wo das mit dem Lager drauf steht. So, das Lager von Geli. Ist doch schon mal... Ah Gott, ich muss das ja noch beleuchten. Das ist auch recht einfach. Ach, dass wir hier diese schönen Säulen im Raum haben. Können wir das über die eigentlich recht nett machen. Also ich finde das gut. Wir haben jetzt überall zwei breite Gänge und ein relativ gutes Lagersystem. So. So, nachdem wir hier gesagt haben, wir brauchen eigentlich vier und dann die fünfte ist es dann. Ah, hier, hoppla. Wieder mal die Zwischenstufe. Eins, zwei, drei, vier. Oh Gott, wie war das denn jetzt hier? Drei. Eins, zwei, drei. Hier kommt nämlich das große Panoramafenster hin. Und dann hier wieder eins, zwei, drei. So. 1, 2. 5. 1, 2. Dann war hier das hier. So. So. Dann wäre es hier einfach Symmetrie eigentlich. Hier gefragt, aber nachdem sie so eigentlich wesentlich
Warte, eigentlich. Eigentlich ist das doch Schwachsinn, das so zu bauen. Okay. Schön, dass das Lied auch mittendrin aufhört. Das ist doch eigentlich viel logischer. Oh. Hoppla. So. Gut. Ah, super. Das hat ja toll geklappt. Oh Gott, wir haben definitiv zu wenig Wolle dafür. So, dann haben wir jetzt hier, Alter. Alter! Meine Hüte! So, 1, 2, 1, 2 und hier jetzt nochmal Kisten. Aber ich weiß nicht, ob hier noch eine höher kommen würde, vermutlich nicht. Davon abgesehen ist das schon verdammt hoch so. Deswegen würde ich fast sagen, lassen wir das dann bei der Höhe. Wie ich das jetzt einrichten will, ist die andere Frage. Oh, hoppla. Alter, wir brauchen hier eine Druckplatte. Also definitiv. Und ich glaube, da vorne würde. Ja, da. Komm schon. Die Tür ist doch eh nur so als Deko da. So, hier erstmal die 2. Ja, gut. Deswegen kann man auch hier Holz sparen. Wir sparen einfach mal, wo es geht, auch mit Holz. Das sind ja so die billigen Cheater-Tricks. Einfach überall, wo es geht, mit Erde auffüllen. Sieht ja eh keiner dann. So. Oh, wow. Das war jetzt eine Mega-Leistung. Zack. 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 Oh. Ja. Ich mache zurzeit nur so Mega-Leistungen. Und zack. Oh mein Gott, also die Wolken. Es ist echt gut, dass die Wolken mitten durch mein Lager ziehen. Das vermittelt mir einen sehr guten Eindruck über dieses Haus. Stell dir mal vor, ihr kauft euch jetzt ein Haus und es ziehen einfach Wolken durch. Was habt ihr denn bitte für einen Eindruck von dem Makler? Der euch den Mist verkauft hat. In welchem Haus ist denn bitte Wolkenbildung normal? So. Da oben wird dann wieder der Boden vom normalen Ding sein. Es passt sowieso so gut, dass hier die Fenster sind. Das heißt, langfristig können wir theoretisch auch noch